Ja, mit dem Tommy war ich übrigens vor 2 Tagen unterwegs hier im Auwald. Und ja, da gab es auch Fisch, allerdings nur Kleinkram, einen Mini-Döbel, einen noch kleineren Wels. Das war somit der kleinste, den ich jemals gefangen habe. Und noch eine Mini-Barbe. Ja. Aber es war dann doch eine bunte Palette und zeigt, was es eigentlich so für schöne Fische gibt bei uns im Auwald. Das nochmal als kleine Ergänzung. So, jetzt kann der Martin weitermachen mit seinem Film. Hallo, hier aus unserem Auwald. Ja, ich habe heute zeitig Feierabend gemacht. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich vor dem Martin hier bin. Ja, wir wollen heute nochmal auf Aal, Wels und Barbe angeln. Ja, schwerpunktmäßig mit Tauwurm. Aber ich habe heute auch noch mal ein bisschen Käse mitgenommen. Ich will das mal ausprobieren, wie die Barben darauf ansprechen. Ich hatte vorgestern was, glaube ich. Ja, eine kleine Barbe hier. Die war wirklich klein. Vielleicht schnappt sich ja heute eine große Barbe den Köder. Ich nutze das jetzt mal, dass der Matti noch nicht da ist. Und leg schon mal vor. Ja, ich werde ihn mal anrufen, weil ganz so gemein bin ich ja dann doch nicht. Also, zack. Jetzt geht's los. Der geht gar nicht ans Telefon. Ja, guten Tag. Wo bleibst du denn? Ja, ich habe halt ein bisschen früher Feierabend gemacht. Ach, ich bin heute ein bisschen später gekommen, da durfte ich auch früher gehen. Du musst dir starkes Gerät mitbringen heute. Heute knallt's. Ja, heute knallt's. Heute kommen nur die Großen raus. Doch. Das Wasser sieht gut aus. Ja, ich baller jetzt schon mal eine Barbe raus. Wir treffen uns an der Brücke. Dann bis gleich. Tschüss. So. Da war er aber jetzt sehr überrascht. Wie, du bist schon da? Ja, ich habe den Spieß mal rumgedreht. Heute bin ich der Erste. So. Ran ans Wasser. Oh Mann, für 21 Uhr war ich mit Tom verabredet. Um 7:45 hat bei mir daheim das Telefon geklingelt. Ich war gerade mit Essen fertig. Er wäre schon da. Er fängt jetzt schon mal schnell eine Barbe, hat er gesagt. Das gibt's doch gar nicht. Hat er mich ganz schön dran gekriegt. Na, jetzt habe ich mich aber geeilt. Weil heute soll's eigentlich knallen, so hat er gesagt. Heute ist die Neumondnacht. Heute werden nur die ganz Großen unterwegs. Ich soll starkes Material mitnehmen. Da habe ich hier meine... Ja... Leichte, im Baum verhakt, zurück, ja, das leichtere Welsgeschirr dabei, naja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo er überhaupt steckt. Er hat so in etwa gesagt, ich soll hier so durch den Wald in, jetzt weiß ich nicht, hat er nördliche Richtung gesagt, oder? Nordwest. Aber ich laufe jetzt einfach mal. Oh je. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe alles schnell umgebunden, den Aalwartgürtel mit Kleinteilen. Da oder da lang. Ich gehe mal hier lang.
Naja, ich hoffe, dass ich ihn finde. Nee, hier geht's nicht weiter. Ich werde ihn schon auffinden, bin ich überzeugt. Und dann lege ich nach. Da wird ein richtig dicker Brocken auf die Matte gelegt. Hier hat er sich versteckt. Sag mal, wie früh bist du denn hier schon unterwegs? 9 Uhr hieß es. Ja, wo ist er, der Wurm? Oder der Vogel. Weder das eine noch das andere habe ich. Ja, ja. Käse ist angesagt. Es wird bei mir gleich knallen. Ich baue jetzt auf. Ja, der erste Fisch wurde gelandet. Es wurde ein Barsch. Ich hoffe, dass das Sprichwort nicht zutrifft, was ihr alle kennt. Jetzt ist es verdammt dunkel, gell? Man merkt das schon so langsam, die... Ja. Neumondnacht, oder? Ja, aber das kann ja nur Gutes bedeuten. Warte mal, ich kann dich immer ins rechte Licht drücken. Da sieht man dich vielleicht auch mal. Gucken wir hier. Jetzt. Blendet. Jetzt kannst du auch mal was sagen. Warum du eigentlich heimlich früher zum Angeln gegangen bist als vereinbart. Jetzt wollen wir es alle wissen. Weil ich halt früher Feierabend gemacht habe. Ich habe meine Arbeit schon frühzeitig erledigt und wollte den Kollegen nicht noch Arbeit wegnehmen. Die wollen ja auch noch was arbeiten nächste Woche. Da habe ich mir gedacht, da mache ich mal Feierabend und gehe schön angeln. Ja. 10 nach 8 klingelt das Telefon bei mir. Gibt's ja wohl nicht. Ich bin schon da, wo bleibst du, sagt er. Ja. Bin ich ja gar nicht gewohnt. Normalerweise kommst du ja eine Viertelstunde zu spät. Frühestens dann eine Viertelstunde. Das gibt's ja nicht. Ja. Oh je. Na gut, mal sehen, also ich habe, um das nochmal jetzt hier zu ergänzen, ich habe jetzt hier auch schon einen kleinen Vollrand gehabt. Also der hat so ja, einen guten Meter mal ab, einen Meter abgerannt. Könnte was Größeres gewesen sein, vielleicht der erste Aal. Also wir hoffen mal, dass es so weitergeht und die Fische größer werden. Und zahlreicher. Ist er gar nicht, aber der ist dünn. Oder? Ganz zart gezuppelt, hä? Doch noch Aale hier. Scheint so. Was für eine auf Beutejagd. Ich habe ein Tapsen gehört, den Bandit. Das ist ein Wasserschwein. Oder ein Seehund, guck mal. Das könnte ein Seehund sein.
neue Stelle, neues Glück, oder? Ja, würde ich sagen. Ich mich immer hier irgendwie aus dem Baumwald hier befreit habe. Ein kleiner Aal hat diese Stelle jetzt hier gebracht. Und? Der Bandit war da. Uns hat der Bandit besucht. Ein schöner Waschbär war hier, genau. Und zwei Nutrias. Also selbst vor Bären sind wir hier nicht sicher. Nee. Da noch ein Reh jetzt hier. Ja, ja. Ja, hier in Auwald ist die Welt noch in Ordnung. Das Leben hier. Wird das was fürs Jahresabschlussangeln vielleicht? Kriegen wir das gefangen? Das ist weg. Das ist aber. Erst mal schwimmen gehen. Fertige Angel für heute. Ja. Ich bin müde jetzt sehr viel. Ja. Ist ja auch schon spät. Aber hier stinkt es, wenn wir gerade sind. Barbarisch. Also irgendwo liegt hier im Wald irgendwas Verwesendes, glaube ich. Ja. Deswegen beeilen wir uns jetzt auch ein bisschen. Ja. Heute hat es zugetroffen bei mir. Was denn? Ja. Das ist der erste Fisch, ein Barsch, hat sich bestätigt. Also, das war doch gar nicht dein erster Fisch. Hast du das heute schon gut gefangen, hast du mir gesagt. Wie habe ich gefangen? Ja. Große Fische, mit der Fliege. Ach so, ja gut, das war das früher. Ja, aber trotzdem. Also das ging ja jetzt nur um den Abend. Beschweren brauchst du dich da wirklich noch, oder? Ja. Das waren doch kapitale Döbel. Stimmt, deswegen habe ich heute Abend auf den Großfisch verzichtet und habe dir den Vorrang gelassen. Ja, so groß waren die ja auch nicht. Also ein Aal von vielleicht, keine Ahnung. 49 Zentimeter. Wenn überhaupt. Hat er gehabt. Wenn überhaupt, genau. Aber ich hatte ja noch einen Aal in meinem Section. Den 72 Zentimeter. Den hast du dir aus dem Wald ergaunert. Den habe ich nicht selbst gefangen, aber... Fangen lassen. Fangen lassen. Ich habe ihn jetzt mit nach Hause genommen. Es gibt noch nette Menschen hier mitten im Wald. Ja, die trifft man einfach so. Und überreichen einen, feierlichst einen Aal. Frischen Aal. Den sie nicht haben wollen. Hm. Kann ich gar nicht verstehen, oder? Schmecken doch so gut. Ja, nee, der Tommy, den wir hier getroffen haben im Wald, der hat uns gefragt, ob wir einen Aal haben wollen und. Er isst keinen Aal. Naja. Er hat mitgenommen. Ich kann nicht mehr reden, ich bin so müde. Ja, dann machen wir jetzt Schluss. Feierabend. Ja, dann hör doch auch auf. Also. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen.